Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Solaris Climb the Ladder. Ihr könnt es vielleicht schon an der Girlande hier im Hintergrund erkennen. Es gibt was zu feiern und zwar meinen Geburtstag. Ich mache heute eine Aufnahme zum Zeitpunkt meines Geburtstags und habe mich dran gedacht, ach, jetzt habe ich schon für den Stream geschmückt, aber ich wollte ja noch ein Video aufnehmen. Wie auch immer, ich habe sonst keine Zeit mehr für die Aufnahme, deshalb muss das heute passieren und nächste Woche erscheinen ja auch schon die Lost Caverns auf Ixalan. Deshalb heute nochmal als Abschluss, wir gehen auf Solaris Climb the Ladder ins Standardformat und wir spielen natürlich das beste Deck im Format. Five Color Domain Ramp und zwar von Seth Manfield. Warum habe ich hier die Liste von Seth Manfield aufgewählt? Naja, weil der natürlich den Ultimate Guard Charity Cup gewonnen hat und dementsprechend muss das halt einfach die beste Liste sein, die es aktuell im Standard gibt, denn es war die höchste Competition, die aktuell im Standard so ausgeführt wird. Für diejenigen von euch, die vielleicht noch nicht so hundertprozentig damit vertraut sind, was das Deck eigentlich machen möchte, gewinnen. Naja, um genau zu sein, spielen wir halt einfach sehr viel Ramp. Die Dream Curve ist sowas wie Turn 2 Up the Beanstalk, Turn 3 Topiary Stomper, rampt uns in Land Nummer 4. Wir spielen Invasion of Zendikar, rampen uns in Land 5 und 6, wir legen ein siebtes Land, wir greifen mit Topiary Stomper die Invasion an und haben direkt die geflippte Awakened Skyclave. Und von da an legen wir halt einfach nur noch Haymaker into Haymaker into Haymaker. Das seht ihr auch hier schon an den hohen Drops. Also wir spielen 3 Atraxa, 4 Herd Migration, die gleichzeitig sowohl Landfixing als auch Win Condition sind, 2 Virtue of Persistence, Early Removal Spell und halt auch eine Late Game Bombe. Leyline Binding, das Removal mit Flash, das eigentlich nur ein Mana kostet. Damit wir überleben, haben wir aber auch noch so Karten wie Sunfall und Archangel of Wrath mit dem Deck, genauso wie 2 Go for the Throat für vielleicht die aggressiven Starts der Gegner. Wir spielen ein Curious Briefcase, das ist glaube ich so eine Pet-Karte von Seth Manfield an der Stelle. Ist ganz nett, macht uns einen Token, rampt uns ein bisschen und zur Not haben wir dadurch auch ein bisschen Card Draw. Ja, und das Herzstück ist quasi im Prinzip auch so ein bisschen die Landbase, denn wir spielen sehr viele Basics. Wie ihr sehen könnt, 10 Basics, was in einem 5-Color-Deck eigentlich eher untypisch ist. Trotzdem haben wir noch Platz für ein Busseijo und für 2 Mirax und dann spielen wir halt 12 Triumphs, sodass wir relativ schnell eben auf Full Domain kommen. Deshalb heißt das Deck auch Domain Ramp. Wir profitieren nämlich von Domain ganz besonders eben durch Herd Migration. Also Herd Migration wird dann zur Super Win Condition und Leyline Binding kostet dann eben nur noch ein Mana und das macht das Deck eben so powerful. Im Sideboard haben wir so ein bisschen was, um uns vor Kontrolle zu schützen. Also wir haben zum Beispiel Negate, 2 Duresses, weil alle unsere Win-Conditions kosten halt 9700 Mana und da freut sich natürlich ein Control-Deck. Deshalb ist es ganz wichtig, die Negates, Disdainful Strokes und Duresses zu haben. Wir haben aber auch gegen aggressive Decks Anoint with Affliction und Knockout Blow gegen Mono-Rot. Wenn wir noch ein bisschen mehr grinden wollen, können wir noch ein viertes Up the Beanstalk reinboarden. Ganz wichtig, im Mirror kommen auch die Disdainful Strokes und die Negates rein, aber auch das One of Jace to Perfected Mind. Weil im Mirror gewinnt man einfach nicht. Im Mirror sorgt man einfach nur dafür, dass man nicht verliert und schickt den Gegner halt sozusagen in den Decktod. Also jeder hat einfach nur unendlich Counterspells, unendlich Removal und Sweeper und am Ende gewinnt halt der Mill-Effekt von Jace the Perfected Mind. Wir haben noch 2 Obstinate Barlot, die irgendwie so in der Doppelfunktion sind. Die können halt mal gegen Liliana-Decks reingebordet werden, aber sind halt auch ganz gut, um agromäßig irgendwie zu stoppen. Also 4 Mana, 4 Vierer, die dir 4 Life gain, ist immer noch gut genug als Sideboard-Karte und damit sind wir dann auch schon durch Sideboard durch. Wenn ihr die Deckliste selber mal austesten wollt, findet natürlich einen Link dazu unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit Seth Manfields 5-Color Domain Ramp Deckliste. Das Beste, was sozusagen das aktuelle Standard zu bieten hat. Ich bin mal gespannt, ob Ixalan so einen kleinen Standards-Shake-Up durchführen wird. So, herzlich willkommen zu Runde 1. Wir dürfen anfangen und wir haben nicht die beste Hand, aber ich denke, es ist ein Keep. Ja? Also wir haben zumindest alle unsere Mana-Farben, also wir haben Full Domain. Wir haben, wenn wir ein viertes Land ziehen, Invasion of Zendikar, Into Sunfall, Archangel. Also das sollte eigentlich gut genug sein. Aber wir spielen gegen Soldiers. Soldiers ist auch eine sehr, sehr starke Liste. Da haben wir das zweite... Das ist ganz okay, das zweite Trium hier zu haben. Weil jetzt Turn 3 oder Turn 2 hatte ich eh noch kein Play. Und so gebe ich mir jetzt sogar die Outs, theoretisch Top Harry Stomper zu Top decken. Was halt mich in die Nuts curven lassen würde... Ah, Leyline Binding. Ah, Leyline Binding ist ehrlich gesagt gut genug. Ich werde das auch Mainphase spielen. Und erstmal den Harbin hier rausnehmen. Klar, ist nicht so super Mana-effizient. Also ist aber. Ich meine, beziehungsweise, ich hätte es auch natürlich machen können im gegnerischen Zug. Aber machen wir uns nichts vor. Die Soldier haben doch einige, ja, soll ich sagen, Counterspells, Make Disappears und so weiter. Und jetzt müsste ich hier, der Gegner könnte Make Disappear haben. Ich könnte deshalb einfach nur Runde warten und nichts machen, aber ich glaube, das ist zu schwach. Auch wenn ich mich dazu sagen, dadurch jetzt 2 Runden zurücksetzen würde. Denn ich lege jetzt das Untapped Land, ja, und habe nächste Runde nicht das Sunfall Mana offen, weil Sparrow's Headquarters getappt ins Spiel kommen. Ich glaube aber, es ist trotzdem korrekt, hier zu versuchen. Es hätte ja auch durchaus sein können, dass unser Gegner diesen 2-Mana-1-1-Flasher hat, der einen 1-1er mitbringt.
Ah, oh, wirklich? Boah, jetzt muss ich ein Untapped Land finden. Come on. Ein Untapped Land. Nice. Ja, dann wird schnell gesandwollt. Okay, das war ein ziemlich lucky draw. Mirex sogar auch eine Win Condition. Also falls uns mal die Atraxas und alles Mögliche ausgehen sollten, können wir das Ganze auch einfach mit Mirex machen. Ja, ich werde mal Invasion spielen, denke ich. Ich hätte hier den Archangel spielen können, aber worauf? Zweimal oder einmal zwei Damage auf sein Gesicht, das finde ich nicht gut. Make disappear. Okay, sad. Okay, ja, ich denke mal, dass Resolute Reinforcements gespielt werden. Ja, das macht doch Sinn. Der Zephyr Sentinel ist ein kleines Problem. Gut, er kann halt nicht. Ja, ich werde hier mal versuchen, Archangel zu kickern. Noch ein Make Disappear wäre jetzt aber schon ein bisschen dreist. Was sagt er genau? Return up to one other target creature you control to its owner's hand. It was a soldier. Put a plus one counter on Zephyr Sentinel. Also den könnte er sicherlich auf die Hand nehmen. Ich glaube, ich schieße einfach, ehrlich gesagt, vier ins Gesicht. Hier auch trotzdem, obwohl da. Ich meine, ich hätte den Token anschießen können, weil wenn er den Zephyr Sentinel spielt und den Token auf die Hand nimmt, dann ist der Token immerhin auch weg. Aber ich glaube, so war insgesamt einfach besser. Ja. Geh mal davon aus, dass Resolute Reinforcements auf die Hand genommen wird und dann einfach wieder ausgespielt wird. Ist jetzt auch nicht so ein super nices Play, aber. Ja, und der 3-4 Lifelinker macht hoffentlich genug Stress jetzt. Iganjo. Na, dann kann ich auch. Dann kann ich ja auch ehrlich gesagt den dicksten blocken, wenn es Iganjo ist. Ja. Ich hab da jetzt auch nicht. Dann nehme ich halt 3 Schaden. Okay. Ja, ich glaube, ich muss es hier mal mit Atraxa versuchen. Come on. Sehr gut. Atraxa resolved, dann wird es, glaube ich, unangenehm für den Gegner. Ich nehme mal einen Battle. Als Sorcery nehme ich Herd Migration. Als Land nehme ich Mirax. Als Instant nehme ich Go for the Throat. Und als Enchantment nehme ich Leyline Binding. Fühlt sich gut an. So eine Atraxa zu resolven, not gonna lie, fühlt sich gut an. Ja. Resolute Reinforcements. Ja, okay, gut. Aber jetzt, selbst jetzt. Also, wie kriegt denn unser Gegner hier. Ja, okay, vielleicht mit einem Destroy Evil, aber ja, wenn's, ja, jetzt gibt es keine Attacks mehr. Okay, ja, dann. fange ich doch mal an, einfach mit Atraxa anzugreifen hier. Zup. Gut, unser Gegner könnte literally einen zweiten Zephyr Sentinel haben und dann halt blocken und bouncen und so. Das würde gehen. Ja, okay. Das ist tatsächlich das Mittel der Wahl hier. Ja, die Frage ist, ob mich das großartig stört. Ja, okay, dann hast du das gemacht. Dann kriege ich keine Leben, ist okay. Aber dann weiß ich ja, dass du nichts auf der Hand hast. Dann kann ich ja hier entspannt mal so eine Herd Migration casten. Und ich habe Mirax offen gelassen. Wie geil. Bin ich sehr begeistert. Oh, das war nicht so schlau, glaube ich. Dann nehme ich jetzt einfach einen Zephyr Sentinel weg. Okay. Ich würde sagen, ich bin knapp vorne. Mit knapp meine ich ziemlich weit vorne. Ja, aber das Soldier-Deck hat halt immer auf jeden Fall das Potenzial, das Five-Color-Domain-Deck zu besiegen. Ohne Frage. Wenn die einen aggressiven Start haben, gebackupt mit guten Counterspells, dann habe ich ein Problem. Ich nehme die beiden in 9 Affliction rein. Ich könnte überlegen, ob ich Knockout Blow reinnehme. Und die beiden Obsidian Barlords. Atraxa ist nicht ganz so mächtig. Finde ich persönlich. Ja. Curious Briefcase brauche ich, glaube ich, auch nicht. Negate, Disdainful Stroke, Destroy Evil sieht alles nicht so richtig stark aus. Duress auch nicht. Up the Beanstalk hilft schon deutlich. Ich könnte hier vielleicht eine cutten. Eine Atraxa so als Win Condition finde ich aber völlig in Ordnung. Ja, ich glaube. Gut, meine anderen Win Conditions sind halt auch nicht schlecht. Archangel of Wrath und Obsidian Barlord und Mirax und so. Ich will halt nur dafür sorgen, dass meine Curve nicht halt einfach ungefähr bei 7000 steht, wenn ich gegen Soldiers spiele. Das ist gut. Uns fehlt theoretisch ein Island, aber wir haben Doppelgrün, um dann mit Topiary Stomper das Island rauszusuchen. Wir haben sogar technisch gesehen Trippelgrün. Aber vielleicht kann ich Boseiju nochmal anderweitig gebrauchen. Ja, okay. Ziatoras Proving Ground war definitiv nicht der beste. Und das war auch falsch von mir hier, übrigens. Ich muss immer Jettmir's Garden legen.
stelle ich gerade fest, mit Erschrecken. Aber, ja. Okay. Gegner hat keinen schlechten Draw. Definitiv. Ich werde jetzt trotzdem schauen, dass ich den Top Harry Stomper online kriege. Außer der Gegner legt einen Lord. Wenn der Gegner jetzt einen Lord legt, puh, muss ich vielleicht mal gucken, ob ich vielleicht doch so ein bisschen was vom Board wegsemmle. Aber es kann halt schon reichen, ne? Dieser Draw. Den der Okay. Up the Beanstalk. Ja, du bist es auf jeden Fall nicht. Ja, ich werde mal einen Stomper legen und dann noch einmal kassieren. Island muss kommen. Für die Domainung. So, und dann müssen wir schauen, was wir machen. Im Moment macht Top Harry Stomper gar nichts. Okay. Main Phase? Why? Jetzt bin ich okay. Sunfall. Can I get a Shunfall? Nee, can't get a Shunfall. Okay, sweet. Ja. Ich meine, eine Runde Up the Beanstalk vielleicht? Dann habe ich immer noch theoretisch, wenn ich Bossage spiele, Leyline Binding und Go for the Throat. Uiuiuiui. Und nächste Runde habe ich theoretisch meinen Top Harry oder meine Top Harry Stomper online. Ja, ich glaube, unser Gegner lässt sich halt jetzt immer Sunfall offen. Nicht Sunfall. Lässt sich immer den Counter für Sunfall offen, so. Sunfall fände ich auch okay. Also von mir aus kann der Gegner jetzt hier den Sunfall Deluxe casten. Hätte ich kein Problem mit. Mhm. Das ist gut, ne? So ein 0-Mana-4-4er, der zwei Karten zieht. Oder auch wieder nur eine, ey. Schick. Schick. Okay, er will also eine Karte ziehen. Okay, ja, dann werde ich erstmal Leyline Binding spielen. Karte ziehen. This is no Sunfall. Ich das Ding mal weg. Dann werde ich mal gucken, dass ich den 4-4er Go for the Throaten kann. Maybe? Kann gut sein, dass der gecountert wird. Vielleicht wird er auch gesefft. Nee, Zephyr Sentinel kann er nicht werden. Obwohl, doch kann er wohl, aber er kriegt. Der Zephyr Sentinel kriegt dann keine Marke. Ja, ein bisschen viele Triumphs gezogen. Okay. Na, dann will ich mal hoffen, dass da kein Make Disappear ist. Okay, nehme ich zwei. Und ich einen Sunfall ziehe, ne? Das ist natürlich auch noch. Ah, Herd Migration. Not the best. So, was brauche ich? Ich nehme einfach mal eine Plains. Ich glaube, eine Plains kann nicht schaden. Zack. Ich lege auch nochmal eine Plains hin. Zack. So, jetzt kann der Topiary Stomper auch endlich mal massieren gehen hier. Ich lasse mir Leyline Binding offen. Und gegebenenfalls aber auch das Cyclen von... Wobei das... Herd Migration würde ich eigentlich lieber casten als cyclen. Ja, ich lasse mir mal Leyline Binding offen. Ach, hier muss man sich jetzt die Frage stellen. Vielleicht nehme ich einfach den Flieger weg. Aber ich kriege so oder so unendlich viel Schaden. Also im Moment kann ich, im Moment würde ich ohne irgendwelche Plus... Warte mal. Ha. 1, 2, 3. Also ich würde halt 7 Schaden nehmen, wenn unser Gegner einfach angreift. 9 Schaden. Wenn unser Gegner noch ein Removal hat für zum Beispiel... Ja, das ist, glaube ich, einfach korrekt. Gehe ich auf 5. Wenn unser Gegner... Oh, da ist das Sunfall sogar. Ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß, was unser Gegner hat. Hm? Ja, come on. Ich versuch's einfach, oder? Oder spiel ich... Ja, Sunfall. Ja, komm. Das wird hart gecountert, aber was soll ich machen? Wenn Make Disappear immerhin... Ah, Protect the Negotiator sogar, okay. Mm,
und dann habe ich keinen Ort mehr, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kreaturen kommen durch, ja. Vielleicht hätte ich das anders sequenzieren müssen am Anfang. Durchaus möglich. Ab der Beanstalk. Ja, doch, der ist schon okay, ehrlich gesagt. Sunfall, ja, das ist alles schon fein. Jetzt sind wir ja on the play. Also der Unterschied zwischen. Es macht halt auch schon einen Riesenunterschied, ob man on the play oder on the draw ist. Also. So, Gegner boardet jetzt accordingly. Also es kann schon durchaus sein, dass, dass man ab und zu mal unterschiedlich boardet, je nachdem, ob man on the play oder on the draw ist. Ich habe es jetzt gleich gelassen, weil mein Gameplan, ja, grundsätzlich, ich muss halt ein bisschen kleiner werden. Ne? Wenn ich jetzt gegen ein ähnlich heftiges Domain Ramp spielen würde, dann müsste ich halt überlegen, ob ich on the play vielleicht unten durch wollen würde oder so, also eine niedrige Kurve haben wollen würde. Aber gegen so ein Deck weiß ich halt, dass einfach meine Kurve niedriger werden muss. Das ist nicht cool, aber ich gebe das. Kein Triome ist auch ein bisschen wild. Ich habe immerhin einmal schwarzes Mana mit dem Myrex. Okay, Triome war immerhin kein schlechter Draw. So dass Leyline Binding jetzt castable ist. Archangel, okay, ja. Ich habe. Ich kann Myrex nicht legen. Resolute Reinforcements, yep. Yep. Nächste Runde muss ich halt Myrex legen. Dann kann ich mir auch überlegen, ob ich daraus dann schon irgendwie. Ob ich dann direkt schon in Virtue oder sowas spiele. Up the Beanstalk kann man auch erstmal spielen, ja. Counters? Nein. Okay. Okay. Damit kann ich ehrlich gesagt leben. Jetzt, wenn ich jetzt ein bisschen Mana ziehe, am besten schwarzes. Wedding Announcement. Okay, das kann ich Leyline binden. Dann hat es nicht super viel Schaden angerichtet. Das werde ich auch direkt tun. Tja, jetzt kann ich aktuell. Ja, gut, ich meine, ich kann Archangel spielen als 3-4 Lifelinker. Das ist jetzt auch nicht super beeindruckend, aber es würde zur Not gehen, ja. Oh, Destroy Evil? Ja, kann man schon machen. Könnte man schon machen. Ja, sieht aus wie Destroy Evil. Ist nicht so verkehrt. Aber dann gibt es jetzt vielleicht. Ach, dude. Wird er wahrscheinlich nicht resolven lassen. Also ich fände es cool, wenn der resolven würde. Oh, okay. Gut. Dann holen wir uns mal schnell schwarzes Mana. Damit zumindest das Go for the Throat aktiv wird. Und theoretisch habe ich jetzt zumindest schon mal die Möglichkeit, den Archangel of Wrath so halb zu kicken. Also zumindest einmal zwei Damage zu machen. Aber Gegner hat halt nur Counterspells, ne? Okay, hier weiß, weiß, schwarz. Nee, nee, bleibt dabei. Ja, ich gehe mal davon aus, dass der gecountert wird. Ich glaube, das verlieren wir einfach. Also, vielleicht hätte ich die Hand nicht halten dürfen mit drei Ländern, aber wir haben jetzt auch einfach 20 Landdrops gemisst. Das ist halt für das Deck einfach immer der Todesstoß. Und der Gegner hat halt zwar auch ist auf zwei Ländern stehen geblieben, aber für die Soldiers-Deckliste ist auf zwei Ländern stehen bleiben halt relativ egal. Ja. Der Gegner hat vier Handkarten, respektive fünf Handkarten, selbst wenn ich jetzt Sunfall ziehe. Was ich noch nicht mal tue. Ah, ne, warte mal, das geht ja gar nicht. Weiß, weiß, schwarz. Wenn der resolven würde, okay. Aber ich gehe davon aus, dass es nicht tut. Nope. Damit bin ich schon tot, ne? 3, 6, ja. Das sind 12 Damage. Und noch ein Zephyr Sentinel. Ich glaube, dass das Matchup nicht so schlecht ist für uns. Aber wir haben leider Game 2 und 3 überhaupt nicht mehr performen können. Vielleicht habe ich mich auch ein bisschen verboardet. Kann auch durchaus sein, dass ich da irgendwie die falsche Boarding-Strategy an den Tag gelegt habe, aber. Das waren Draws, die man nicht so gut besiegen konnte. Sadly. Tja, ich denke, das wird man wohl halten müssen. Turn 2 Virtue, Turn 5 Wrath. Und dann mal gucken. Oh, Mulligan auf 5.
Immer, also ich meine, ich weiß, dass Tibalt's Trickery nicht mehr im Standard ist, aber ich denke die ganze Zeit, oh mein Gott, Mulligan auf 5, ist das ein Tibalt's Trickery-Deck? Immer noch irgendwie, keine Ahnung, weil das ist eigentlich so selten passiert. Ah, könnte Domain sein. Dann ist unsere Hand, war unsere Hand richtig Trash, aber mit der Invasion ist dann ein bisschen besser geworden. Ich meine, Spara's Headquarters wird eigentlich von kaum einem anderen Deck gespielt. Ja, das könnte halt Bund Control sein. Also es könnte dieses Greg Orange Deck sein. Also eigentlich UW Control mit Splash für Up the Beanstalk. Aber das glaube ich nicht. So, jetzt haben wir auch genug Mana. Also ich habe jetzt 6, 8 Mana auf jeden Fall zur Verfügung. Damit kann ich alles machen. Das wird mir erstmal reichen. Jetzt kommt Topiary Stomper. Mountain. Okay. Ja, sieht aus wie ein Domain Deck. Und unser Gegner ist jetzt, obwohl er Mulligan auf 5 gemacht hat, sogar vorne. Also wenn jetzt die Invasion kommt, dann ist unser Gegner halt super weit vorne. Also wenn Invasion plus Land kommt, ne? Aktuell hat er ja nur 4 Länder. Ich habe nicht unbedingt damit gerechnet, dass man Mirror spielt, wobei ich natürlich sagen muss. Okay, hat er nicht. Ja gut, ich meine, Counter wird er auch nicht haben. Das heißt, ich kann erstmal die Invasion spielen. So, und ab nächster Runde gibt es dann Atraxa oder so. Up the Beanstalk, guter Draw. Ja, der hilft halt auch. Wobei, wie gesagt, Millen ist halt tatsächlich eine Gefahr. Wir haben auch Up the Beanstalk. Kann ich aber nicht casten. Ja, ich mache erstmal einen Archangel Fully Loaded. Geht das? Aktuell geht's nicht, ne? Weißt du, dann muss ich noch eine Untapped Land legen. So, weiß, weiß, rot, schwarz geht fully loaded. Und damit. Doch, ich kann Up the Beanstalk danach legen. Stimmt, ich krieg ja hier so einen Mana-Dude. Hat der Haste und Vigilance? Was hat er eigentlich? Vigilance, Haste, ja, genau. Okay, der hat keinen Reach. Naja, fein. Dann wird er auch mal kloppen gehen für 4. Dann kann ich ja Post-Combat immer noch Up the Beanstalk legen. Okay. Vielleicht können wir unseren Gegner ausagroen. Ich meine, es kann gut sein, dass jetzt einfach Atraxa kommt. Land Atraxa. Unlucky. Ja, gut. Dann kommt halt nicht Land Atraxa, aber das Board hat sich für den Gegner auch sehr gut weiterentwickelt, sagen wir es mal so. Nee, ich block nicht. Ist okay. Nein, nein, jetzt hat er. Achso, ging nicht anders, ne? Ja, ging wieder nicht anders. Damn. Allerdings, was mache ich jetzt, wenn der Traxa kommt? Spiel ich dann Sandfall? Spielt der Gegner jetzt Sandfall? Okay. Na gut, dann kann ich zumindest mal meinen Virtue of Persistence resolven. Was auch immer das dann macht. Es zieht mir zumindest eine Karte mit Up the Beanstalk. Hey! Strong. Ja, der Mulligan ist einfach sehr egal in dem Matchup. Du machst halt, hast halt einfach 100 Karten, die Milliarden von Karten ziehen. So. Ah, Leyline Binding war gut. Up the Beanstalk war gut. War alles gut, was der Gegner gemacht hat. Herd Migration ist gut. Up the Beanstalk ist gut. Es ist alles gut. Es ist alles einfach gut. Sunfall ist gut. Ist alles hervorragend.
Hide Migration ist gut. Ja. Da habe ich jetzt immerhin einen 6-6er, der angreifen kann. Richtig dumm, ey. Okay, Jetmir's Garden zu cyclen ist zumindest schon mal ein kleines Zeichen von Schwäche. I like. Jetmir's Garden zu cyclen ist genau das gleiche. Ne, ich werde einfach auch mal cyclen. Bisschen mana-effizienter sein. Oh, Leyline Binding. Atraxa. Activate. Dann rein. Dann Leyline Binding. Boseiju. Okay, das funktioniert. Ich spiele mal ein 1, 2, 3. Ja, gut, doch, das mache ich, glaube ich, weil ich einfach so viele Karten dadurch ziehe. Ich spiele mal Leyline Binding auf Leyline Binding. Oder spiele ich Leyline Binding auf den Beanstalk vom Gegner? Ich spiele Leyline Binding auf den gegnerischen Beanstalk. Ja, ich glaube, es ist cooler. Eins, zwei, drei, vier, sieben und dann spielt er Atraxa. Zuck. Nee, dann spiele ich einfach Herd Migration. Dann wird der Gegner zumindest dazu gezwungen, zu sweepen. Land kann ich nur legen, hervorragend. Ah, es gibt halt eigentlich kein, ja genau, Sunfall muss halt passieren. Dann kann ich ja Atraxa legen. Noch ein Land, sweet. So, ich hätte jetzt gern. Ah, noch eine. Habe ich hier noch eine Herd Migration? Moment, was? Atraxa. Land, Sorcery, bla bla bla, Enchantment. Krass, ich bin fest davon ausgegangen. Eine Herd Migration finde. Okay. Na, ich hätte Atraxa gar nicht nehmen sollen. Ich hätte den Archangel nehmen sollen. Das war ziemlich dumm von mir eigentlich. Weil ich ja eh die Atraxa wiederkriege, dadurch das Virtue of Persistence. Ja. Naja, ist glaube ich egal. Ist auf jeden Fall, also dieses Matchup ist definitiv abgefahren. Leyline Binding, okay. 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 Ja, dann werde ich wohl. Ja, puh, Sunfall ist halt so ein bisschen. Ja, ich jump einfach. Ist ja egal, ich habe ja den Virtual. Also. So, suchen wir uns nochmal ein paar Lands raus. Okay, viele Lands sind gar nicht mehr da. Leyline Binding. Oh Gott, ey. So. Und dann spiele ich einfach noch eine Atraxa. Zieh nochmal 900 Karten. Die Frage ist, was will ich überhaupt noch hitten? Go for the Throat ist okay. Archangel ist gut. Mirax ist gut. Herd Migration ist gut. Ja, das Ding kann auch drin bleiben. Land habe ich schon gespielt, okay. Na, ist so gut. Muss ich discarden. Eins, zwei, drei.
4. So. Gucken, ob der Gegner Sunfallen wird. Earth Migration. Okay. Ist aktuell tot. Oh, wie viele Go for the Throats hat er denn? Dude, das geht mir auf den Sack. Na gut, dann spiele ich halt. Jetzt habe ich natürlich Sunfall weggeschmissen. okay. Hätte ich mal Sunfall nicht weggeschmissen. Gut, vielleicht ziehen wir nochmal Sunfall. Okay, das reicht mir. Der Angel ist noch ganz okay. Leyline Binding, ja gut. Ich habe nur noch 13 Karten in der Library. Ist nicht so geil, ehrlich gesagt. So, Archangel doppelt gekickt. Plöpp. Plöpp. Mirex. 1, 2, 3. Ne, 4. 6 Mana habe ich nur. Damn. Okay. Discard, Invasion, Land. Puh. Leyline Binding. Okay, Cycling, ja, okay, okay, okay. Sieht okay aus. Atraxa ist feiny. Kind of. Ja, sollte okay sein. Ich habe ja noch ein Leyline Binding. Ich habe eine 8-Power-Kreatur. Das Go for the Throat killt ja auf jeden Fall nicht meinen 8-8-Dude. Da ist ein Sunfall, Mirex. Oh Gott. Alter, das Matchup ist einfach kaputt. Das Matchup ist einfach kaputt. Ich freue mich schon auf das Postboard-Game. ich kann Leyline Binding gar nicht casten, aber ich kann Go for the Throat casten. Go for the Throat casten. Ja, okay. Gut, der Gegner weiß allerdings schon, dass ich noch einen Archangel habe. Also er hat noch einen Go for the Sword. Ja, okay, stimmt. Ich will das nicht machen. Na ja, gut, ich kann ja 0 wählen. Okay, noch 11 Karten. Hä, die nimmt er? Warum? Muss er das nicht Go for the Throat? Ja, ich wollte gerade sagen, die kann er ja nicht nehmen. Er muss das Ding halt Go for the Throaten. Okay, Jace kommt rein, Negate kommt rein, The Store kommt rein, The Rest kommt rein, Up the Beanstalk kommt rein. Fertig. So, ja, Virtue kann, glaube ich, raus. Der Archangel kann raus. Die Wrath-Effekte müssen drin bleiben. Ich finde auch den Ramper ganz gut. Go for the Throat, ja. Curious Briefcase. Nee. Und eine Atraxa vielleicht. Ja, sieht solide aus. Vielleicht kann man auch eine Herd Migration cutten oder so, weiß ich nicht. Aber wichtig ist auf jeden Fall, dass wir Jace haben. Und Jace nicht geklärt. Also am besten wäre es, wenn Jace nicht auf der Starthand ist, damit er nicht irgendwie wegdurest wird oder so. Ja, wir haben Fully Domain, ey. Das ist geil. Wir haben Destroke, wir haben Leyline Binding, Invasion of Zendikar. Also ich glaube, die Top Draws wären jetzt Forest into Topiary Stomper. Okay. Forest ist schon mal da, aber ich meine. Es ist unwahrscheinlich, dass jetzt tatsächlich Topiary Stomper kommt. Oh, never lucky. Ja, es kann eigentlich noch nicht so viel passieren. Ich meine, vielleicht legt der Turn 3 Jason, aber den kann ich halt Leyline binden. Chromehost Seed Shard. Interessant.
Okay. Ja, das war natürlich dumm von mir. Ich hätte einfach blaues Mana legen sollen. Für Disdainful Stroke auf die Invasion jetzt. Ach so, die kommt gar nicht, okay. Ich versuche meine natürlich trotzdem zu legen. Gehe mal davon aus, dass die nicht resolved, aber. Das ist zu gut. Also den Mana-Vorteil zu generieren, ist, glaube ich, zu gut. Okay. Search for Swamp nehme ich mal an. Ich werde es wieder versuchen. Das ist perfekt. Also wenn unser Gegner irgendwann mal. Die Disdainful Strokes alle benutzt hat für meine Invasions, wäre schon fein, ehrlich gesagt. Ja, ich meine, vielleicht hat er den Mirex-Plan. Ehrlich gesagt, ist das nicht schlecht. Early Mirex, puh, ist nicht verkehrt. Ich hoffe halt, dass ich mich dagegen wehren kann. Up the Beanstalk genommen ist natürlich sad. Wobei, es kann natürlich auch sein, dass unser Gegner einen Threat hat, den er resolven möchte, aber nee, Up the Beanstalk. Oh, Stomper ist gut. Stomper ist gut. Stomper blockt. Stomper ist der Blockerino. So. Ja. Ja, ist nicht verkehrt, ehrlich gesagt. Der Mirex-Plan ist der zweitbeste hinter dem Jace-Plan. Okay. Ah, oh, sad. Hätte ich vielleicht Mainphase machen sollen. Okay. Cycling. Okay. Gut, dass ich mich da reinrampen kann in die Atraxa. Indem ich die Invasion caste. Nice. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, erstmal wieder ein paar Handkarten. Das ist schon mal wichtig. Ich denke, es kommt ein Sunfall. Aber wir haben zumindest auch ein paar Handkarten. Leyline Binding. Leyline Binding auf Leyline Binding, um eine Karte zu ziehen. Das ist halt auch einfach immer so absurd, ey. Und dann Sunfall. Junge. Not bad, ey. Kannst du nix sagen. Kannst du nix sagen. Oh, Mirex war ein guter Draw. Topiary Stampar. Und jetzt machen wir auch den Mirex-Plan hier. Wobei, ehrlich gesagt, ist vielleicht sogar besser, nochmal die zweite Invasion zu spielen. Jetzt kriege ich sie auf jeden Fall safe durch und dann ziehe ich halt keine Lands mehr. So, jetzt ziehe ich halt einfach literally keine Länder mehr. Ist schon okay. Ich würde hier nicht traden. Ich will halt lieber meine Skyclave bekommen. Ah, nicht vorher gespielt. Interesting. Plöpp. Okay, ich mache gar nichts, würde ich sagen. Die wird gezockt und dann. Ja, sagen wir einfach mal go. Und werde jetzt mal ein paar Mirexe bauen, hier ein paar Milben bauen. Das ist okay. Okay, Stomperino. Zweiter Mirex wäre halt super.
Headquarter können wir mal wegcyclen. Brauche ich jetzt nicht unbedingt noch einmal. Stomper, okay. Ah, gut. Der Gegner weiß halt auch, dass wir noch Sandfalls ohne Ende haben. Gegner hat noch 36 Karten, wir noch 30. Ich habe aktuell aber keine Permission, also so. Zack. Cycling, yep. Ich werde jetzt am Ende des Zuges wieder eine Milbe bauen. Gegner auch. Okay. Sein Mana perfekt ausgenutzt, diese Runde. Obwohl er schon 59.000 Mana hatte. Up the Beanstalk, ja. Leider gut. Aber er soll mal ruhig ziehen. Ja, ist fein. Er soll mal ruhig ziehen, weil dann bringt unser Jace-Sieg, kommt unser Jace-Sieg ja ein bisschen näher. Und die Gate war ein guter Draw. So, suddenly haben wir eine 9-9-Kreatur. Das ist einfach so ein geiles Matchup, ey. Und am Ende millen wir den Gegner aus. Fertig. Yep. Da ist er. Herd Migration. Zieh mal weiter, ey. Ich mache natürlich noch eine Milbe, damit ich einfach einen. Damit mein Incubator 1 größer wird. Ich habe aber gesagt, ein blaues Mana. Das ist auch geil. Ich habe gar keinen. Ja, ist okay, gar nicht Lutze machen. Ich wollte gerade sagen, ich habe gar keinen Basic Land mehr im Deck. Ich habe einfach kein Basic Land mehr. So, easy. Die sind schon alle raus. Sunfall, ja, verstehe ich. Das wird ein 3-3, ja, das ist fein. Leyland Binding. Okay. Ja, gut, jetzt machen sich natürlich die vielen Karten doch irgendwie bemerkbar. Das ist noch zu früh. Das ist noch zu früh. Okay, na gut. Das ist jetzt eine Runde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Runden zu früh. Okay. Ich weiß nicht, ob ich 7 nehmen will. Wo sind denn meine Up the Beanstalks eigentlich, wenn ich mal fragen darf? Vielleicht hätte ich sogar den Vigilancer nehmen sollen. Ich dachte, ich nehme etwas, wo Leyline Binding dann sozusagen kein... Oh Gott. Das sind einfach viele. Hat mein Grace hat noch 24 Karten. Ja, das muss ich negaten. Mhm, okay. Noch 23 Karten. Ich überlebe leider keine Runde mehr. Wenn ich jetzt noch irgendwie eine Runde überleben würde, wäre halt geil. Hat noch 19 Karten in der Library. Come on. Irgendwas Gutschiges. Herd Migration. Damit überlebe ich theoretisch sogar eine Runde, ja. Leider ist da auch ein Disdainful Stroke. Ja gut, damit überlebe ich aber eine Runde. Ist schon fein. Jetzt zieht er ja noch ein paar Karten. Ne, damit überlebe ich keine Runde. Hat er einen Archangel noch. Das habe ich genau, hab ich genau das gleiche gemacht wie unser Gegner in der ersten Runde. Damn. Okay. Was war das Problem? Weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Irgendwie sind wir nicht reingekommen ins Game. Vielleicht muss ich Destroy Evil reinnehmen. Destroy Evil wirkt nicht verkehrt.
Ich habe keinen Up the Beanstalk gezogen, das war der Fehler. Ich nehme mal nur ein Duress rein. Ja, Up the Beanstalk nicht zu ziehen, war, glaube ich, der große Fehler. Play first. Ja, easy keep, ey. Kannst ja nicht mulligen, die Hand ist ja busted. So, hier mal direkt Turn 1 Duress. Jetzt haben wir nur noch eins im Deck. Gegner hat auch ein Duress. Ich nehme Up the Beanstalk. Ja. Ich hoffe, unser Gegner zockt gleich Duress, weil das macht nämlich nicht. Nein, jetzt macht's ja was. Oh nee. Oh nee. Bitte kein Untap Black Source. Okay, sweet. So. Okay. Gegner könnte Boseijun, aber. Okay, immer noch keine Black Sauce. Alter. Oh, diese Lands. Ah, gut. Unser Gegner hat bisher auch nur ein grünes Mana, kein Stomper. Wir haben auch vier Up the Beanstalk im Deck, also wir können jederzeit eins ziehen. Ne, jetzt machen wir nicht Invasion. Oh! Guter Draw für den Gegner. Okay, immerhin, Up the Beanstalk ist nice. Ich meine, das wird natürlich gleich zerstört, aber wir konnten immerhin eine Karte ziehen. Ja gut, dann werde ich wohl die beiden spielen müssen, ne? Ich meine, ich habe jetzt nicht super viel Auswahl. Ist zwar ein bisschen sad, aber geht ja nie anders. Geht ja nicht anders. Naja. Ja, Leyline Binding of Jace ist aber kind of okay, weil dann kann ich es mir immerhin wiederholen. Ich könnte einfach mal aufhören, jetzt Länder zu hitten. So, jetzt ist wirklich gut. Ich meine, ich habe auch einen 6 Länder gehalten mit Duress, aber ich habe halt auch schon noch ein paar Lands nachgezogen. So, mal gucken, was der Gegner jetzt zaubert. Ja, meine Hand ist nicht so geil. Archangel macht eine Menge. What? Okay. Sup, sup. Ja, ich glaube, Archangel umbringen fühlt sich irgendwie falsch an. Ne? Auf der anderen Seite. Ja, gut. Können wir vielleicht jetzt erstmal mal ein bisschen mit dem Stomper massieren? Ja, genau. Natürlich ziehen wir dann Sun voll. Ja, wo sind denn unsere ganzen Haymaker hin hier? Das gibt's doch nicht. Yep. Sowas zum Beispiel. Sowas würde ich auch gerne ziehen. Oder eine Herd Migration. Oder ein Ham Sandwich. Oder keine Ahnung was. Und das Duress. Oh. Ja. Leyline Binding auf Atraxa ist immer unsexy. Aber okay, was soll ich machen? Auf der anderen Seite vielleicht ganz okay, wenn der Gegner das Leyline Binding hier zerstört und dann nochmal einen Atraxa ETB hat. Okay, das können wir cyclen. Leyline Binding. Okay, na gut. Ja, wir werden relativ schnell von den 5-3-3ern hier kaputt gemacht. Das kann ich auch nicht verhindern. Sadly.
Ja, gut, ich meine, wie viele Karten hat der Gegner noch? Ja, es sind halt 15 Millen. Ich brauche, also ich habe halt irgendwie, geht mir immer das Gas aus und dem Gegner nicht. Game 1 war so völlig in Ordnung und jetzt haben wir halt einfach, machen wir halt gar nichts mehr. Die ganze Zeit, ich weiß auch nicht, was los war. Wir hatten halt einen Up the Beanstalk, das hat unser Gegner gehandelt und dann, seitdem haben wir halt nichts mehr gezogen. Ja, damit ist es auch GG, weil Gegner greift für 15 an und hat noch einen Disdainful Stroke für meinen Sunfall. Damit haben wir dann auch verloren. Naja, ich könnte was go for the throat. Zum Beispiel mein eigenes Gesicht. Geht das? Ah, geht nicht. Okay. Ja, schade, ey. So gut haben wir dann im Endeffekt mit der Domain-Ramp-Liste doch nicht abgeschlossen. Umso mehr freut es mich, dass jetzt bald Ixalan rauskommt und wir mit neuen Decks brewen können. Habt ihr schon, ich sag mal, Ideen? Ne? Was werdet ihr zocken? Zum Beispiel Rot-Grün Dinosaurs kriegen ein bisschen Support, aber Artifact Pirates oder so. Da gibt es sicherlich bestimmt einige neue Decklisten, die im Standard herauskommen werden und so ein bisschen vielleicht auch den Domain-Listen oder den Soldier-Listen oder den Golgari-Listen so ein bisschen Feuer unter den Hintern machen. Lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Deckliste ist, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, euer Solaris. Tschüss!